Und ich darf jetzt ganz herzlich den Malis hier vor heute Abend begrüßen. Malis. Hallo Heidelberg. Manche kennen mich ja schon aus Landau oder Bellheim, da habe ich auch schon reden dürfen. Ich bin die Malis Spuler, mein Mann und ich, wir haben seit 15 Jahren eine ökologische Schreinerei und Bestattungen in Bellheim. Als allererstes möchte ich mich für die vielen E-Mails und Anrufe bedanken, die ich nach meinem Auftritt in Landau hatte. Also ich habe so viel Mut zugesprochen gekriegt, hier weiterzumachen und ja, heute stehe ich bei euch. Ich würde jetzt auch gerne den Anlass nutzen, um mal auf zwei, drei E-Mails zu reagieren, die ich bekommen habe, die nicht so ganz positiv waren. Nein, ich leugne kein Corona. Das ist jetzt strafbar. Wir hatten es selber und haben es durch eine T-Zellen-Untersuchung auch bestimmen lassen und haben sogar noch zusätzlich eine Kreuzimmunität zu anderen Corona-Stämme. Dann wurde ich gefragt, ob ich keinen Long-Covid kenne. Doch, ich kenne Long-Covid. Aber die Menschen, die ich kenne, hatten Corona, haben sich impfen lassen und haben jetzt aufgrund dessen Long-Covid. Wir selber waren nach unserer Corona-Infektion ungefähr 6-8 Wochen noch schlapp und das Arbeiten ist uns schwer gefallen. Danach war es aber wieder vollständig weg. Dann wurde mir vorgeworfen, wie ich validierte und zugelassene PCR-Tests anzweifeln kann. Ich hatte eine Petition im Internet über Open Petition, dass die T-Zellen-Immunisierung, also diese Untersuchung, anerkannt wird. Ich habe daraufhin ganz, ganz viele E-Mails bekommen, in denen mir die Leute berichtet haben, dass sie laut PCR-Test positiv waren und weil jetzt der Genesenenstatus ausläuft, haben wir ebenfalls diese T-Zellen-Untersuchung machen lassen und sie war negativ. Warum zweifle ich jetzt diese Teile an? Als wir vor 2 Jahren von dem Wuhan-Virus hörten und die ganze Welt in den Lockdown ging, hatten wir auch erst ein komisches Bauchgefühl. Aber durch unsere Arbeit und auch die durchgestandene Corona-Infektion haben wir ganz schnell die Angst vor der Krankheit verloren. Wir hatten am Anfang wirklich gar keine Auffälligkeiten, was Sterbezahlen anging oder Todesursachen. Es war alles ganz normal. Es kam nur in den Nachrichten Corona. Irgendwann ist uns aufgefallen, dass wir in den Krankenhäusern fast nur noch Verstorbene holen mit dem Eintrag mit Corona verstorben. Die Sterbefälle zu Hause war das eben nicht so. In dem Moment, wo der Verstorbene den Corona-Stempel drin hat in der Todesbescheinigung, das war am Anfang zu Lockdown-Zeiten ganz, ganz schwierig für die Angehörigen. Sie durften weder Abschied nehmen, Trauerfeiern wurden begrenzt auf den engsten Familienkreis. Es gab sogar Städte und Gemeinden, die haben die Trauerfeiern ohne Angehörige durchgeführt und die Urnenbeisetzung oder was auch immer. Bis vor ein paar Wochen hatten wir noch 3G auf den Friedhöfen. Ja, dann kam irgendwann die Impfung. Die Sterbezahlen unter den älteren Menschen, die schossen schlagartig in die Höhe. Das Frühjahr 2021 war dann ruhiger wie sonst. Und ab dem Sommer, nachdem auch die Vorerkrankten ihr Impfangebot erhalten haben, kamen auf einmal die plötzlich und unerwartet Verstorbenen dazu.
Viele hatten die 70 Jahre noch nicht erreicht und waren vorerkrankt, muss man ehrlicherweise sagen. In den letzten Monaten haben die Sterbefälle, die sind verjüngt. Also wir hatten auch welche, die haben die 50 noch nicht erreicht. Wir sehen den Zusammenhang zur Impfung, die Angehörigen leider oft nicht. Vor der Pandemie sind auch ab und zu mal junge Menschen gestorben, aber nicht in dieser Häufigkeit wie jetzt und nicht mit so komischen Vorfällen, plötzlicher Herzstillstand oder einfach morgens tot im Bett liegen vorgefunden. Was wir im Moment gerade erleben, ist eine Häufigkeit an Turbokrebs oder sehr schnell fortschreitender Demenz, an dem dann die Menschen versterben. Wir hatten sogar tatsächlich mal einen Verstorbenen, der stand tatsächlich an Corona verstorben in der Todesbescheinigung. Und der Herr war schon etwas älter und ist kurz nach der Boosterimpfung so schwer an Corona erkrankt, dass er letztendlich daran erlegen ist. Also für mich gibt es hier nur eine Erklärung für die Entwicklung der Sterbefälle. Das kann einfach nur die Impfung sein. Es ist das Einzige, was in letzter Zeit geändert wurde. Mein Appell an die Menschen, überlegt bitte vorher, erkundigt euch genau, was das für Mittel sind, die euch da verabreicht werden. Ich kann für mich nur sprechen, ich bleibe weiterhin ungeimpft. Geht bitte weiter auf die Straße, kämpft für die Menschen. Für mich gibt es nicht nur an und mit Corona Verstorbene, für mich gibt es auch an und mit der Impfung Verstorbene.